Hallo und herzlich willkommen wieder bei GTA Online und wir probieren es nochmal mit der Müllabfuhr. Jupp. Jupp, jupp, jupp. Jetzt bin ich falsch gefahren, ey. Ich bin so ein Vollhonk. Ach, Morgs, Mann. Versaust schon wieder alles hier. Nein, Spaß. Versaust. Direkt wieder von vorne anfangen. Genau so. Und nochmal Aufnahme beenden. Nein. Ihr seid falsch gefahren. Ich bin nur der Ziege hinterher. Ja, wieso denn? Du hast doch, ey. Ach, der Weg ist so kurz. Dann können wir ja auch nur kurz hinfahren. Ja. Und dann fahren auch noch alle falsch. Warum habe ich eigentlich diese Kackwaffe hier? Die will doch kein Mensch. War eigentlich nur ein Gegner? Da hinten ist irgendwo einer. Ja, da hinten. Einer der kommt jetzt gerade rum. Rum die Boom. Wo ist denn der? Da wohl. Keine Ahnung, ich sehe nicht. Gut. So. Über die gleichen Rollen, die ja. Müllziege ist bereit. Müllziege ist bereit. Seid ihr alle drin? Ja. Ja. Ne? Ja. Oh Mann, du Spaß! Ja, ja! Ich frage mich gerade, ob das vielleicht gar nicht so dumm wäre, wenn du vielleicht mit dem Müllwagen dann hinterher fährst. Also quasi den noch so ein Stück in die Gasse reinfährst, dass wir das direkt da hinladen können. Ach so, wenn du zurücklaufen müsst, dann sicherlich. Ja. Ja. Wahrscheinlich warte. Besser als. Ich meine, hier ist egal, hier kommen ja noch keine Gegner, die kommen erst bei der nächsten Station. Ja, okay. Ja, es geht aber halt auch einfach schneller. Also, du musst erst. Genau, wir müssen einmal drauf fahren, glaube ich. Wir beeilen uns ja, mal. Ja, schön rückwärts einparken mit dem LKW. Perfekt, oder? Ja. Mhm, genau, und dann können wir das nämlich hier schneller wegtüdeln und abhauen. So, bla bla, ja. Steig doch auf, Mann! So. Sollte hier mal einen Knopf drücken, bis die alte mal aufsteigt. Hätte sie blond machen sollen. Interessant. Jetzt, hat er uns, jetzt fahren wir irgendwie andersrum, kann das sein? Na egal. Mhm. Ja, habe ich aber auch den Eindruck. Ja, ich vermute, weil wir jetzt da halt in der Gasse standen. Mhm. Für mich. So bin ich bei City Economy auch gefahren. Das Schlimme ist, die NPCs waren noch schlimmer als ich. Die haben sich nicht mal an rechts vor links und sowas gehalten. Und ich musste immer die Tickets bezahlen, wenn mir einer in den Müllwagen reingefahren ist. Ja, ja, das ist auch. Dann macht's halt irgendwann auch keinen Spaß mehr. Ich glaube bei mir, ja, ich hatte gerade ein kurzes Lag, jetzt geht's wieder. Außer muss ich bei dem Spiel halt echt sagen, das lief bei mir mit 15 FPS oder so. Das ist auch gut. Oh. So, warte mal, wo liegt denn der Müll? Da hinten in der Dings drin. Achso, warte ich. Jo, da kommen ist die doch Typen. Die andere Richtung. Also ist doch die gleiche. Ja, ist die gleiche. Wir sind nur irgendwie andersrum gefahren. Wer steht denn da? Achso, irgendjemand. Ja, schön. Bumm. Schmeiß ja, das der da rein. Das ist gut. Oh, da kommen wir. Ich schieße. Du kannst den Müllsack nehmen. Okay. Seid ihr schon drin? Achso. Nein. Oh, gib mir das Müllsack. Bin da ein Müllsack, hasse. Ja, okay. Go, go. Fertig. Ja, wir haben das Problem ist, da kommen gerade auch welche von jetzt. Vorne. Ja, dann ballern die vorne fahr weg. Drüber. Ich schieße einfach irgendwo rein. In die Menge. Ich hoffe halt, die kommen uns nicht hinterher. Na, haben wir, die sind gleich wieder weg irgendwie. Gerade waren sie, glaube ich, auch weg, oder? Beim Auto weiß ich nicht, aber... Ja, das war ein Auto fährt hinterher. Frage ist aber wieder. Ich glaube, das möchte nicht mehr. Nö, kein Bock mehr. Nö, kein Bock mehr, genau so. Ich bin zwar schneller als der Müllwagen, aber nö. Ich geh mir jetzt einen Manta-Teller holen. Nee, das sind doch hier so Tres Amigos. Die können bestimmt nicht so schnell fahren mit ihren Lowridern. Ja, das kann gut sein. Schauen wir Boden oder was? Ja. Bist du da? Ich sag's wie in City Economy. Da, auch, du hältst mit dem Müllwagen an, um was einzuladen und die fahren direkt 2 Meter hinter dich. So, ich sehe gar nichts. Ich auch nicht. Also doch, jetzt seh ich's. Aber, nee, jetzt nicht mehr. Aber ich kann, also nach hinten sag dir kann beide. Ich... Nee, ich seh auch nicht. Ich kann nicht schießen. Fuck. Yep. So. Komm schon.
Ich will jetzt auch irgendwie nicht aussteigen, weil ich Angst habe, dass die mich dann gleich... Ja, oh Gott, die kommen jetzt auch noch. Ja, kann ich das da reingeschmissen? Scheiße. Nein! Reinschmeißen. Okay. Go. Ich glaube, Cupcake, hier... Also ich bin jetzt gerade gestorben. Ich glaube, hier müssen wir im Zweifel weiter nach hinten fahren. Nein. Oh Mann. Okay, also wir müssen noch weiter nach hinten, ja. Ja, der hat mich aus dem Auto geworfen, der Idiot. Mox, möchtest du jetzt mal fahren? Ja, können wir machen. Ja? Wird schon irgendwie werden, denke ich. Ja komm, wir haben es ja fast geschafft. Da war nur die Mauer gerade so dumm, dass wir nicht schießen konnten, ne, Moxen? Ja, man hat halt einfach gar nichts gesehen. Das war halt irgendwie ein bisschen doof. Passt schon. Ja, keine Ahnung, wahrscheinlich hätte man sogar noch in First... Ich hätte in First Person wechseln sollen, wenn ich gerade die Taste wüsste. V. V, okay. Weil normalerweise wechsle ich halt nicht. Ich fahre immer ein laufendes Third Person und ja. Ja, das, keine Ahnung, ich sag ja, ich spiele zu viele Spiele auf einmal. Ich esse jetzt einen Keks. Nein. Lecker. Alle da, wie wir alle da stehen, erstmal Instagram und Twitter checken. Genau. Nein, Jan Henrik, hol dir selber Kekse. Nein. Status sammelt gerade Müll ein. Bin auf Schicht. Oh, Alter. So. Ja, Moment. Haben wir aber, jetzt fahre ich aber richtig. Nimm einfach die ganze Schüssel. Okay. Willst du? So. Jetzt irgendwie mehr als vorher. Hilft denen aber auch nicht. Kaput. Oh, schon wieder diese Kacken. Kaput vor allen Dingen. Ich will immer Mac 10 sagen, aber ist es ja nicht. Ja. Load. Der Trashmaster muss von deinem ganzen Team besetzt sein, okay? Mhm. Go, go, go. Ja. Jetzt. Das Auto von Morgzen. Wie ordentlich er fährt. Ja, ich kann das. Ich habe das geübt. Ich fahre eigentlich auch immer also relativ ordentlich. Ich halte mich halt an keine Verkehrsregeln, aber... Mhm. Ja, ich finde das auch dann bei den, Story-Missionen. Ich finde es halt immer blöd, wenn du mit so einem total abgefrackten Auto da ankommst. Das muss ja auch also schön aussehen. Ah, warte. Achso. Ja, dann nee, wie gesagt, hier brauchen wir ja nicht. Ja, hier geht einfach schneller. Gib mir das Müllsack. Oh, der war nicht gut. Müllsack-Simulator. So, schmeißt er sie jetzt mal davor. So, da rein. Ja, wenn irgendwann GTA nichts mehr ist, dann spielen wir einfach, keine Ahnung. Müllsack-Simulator. Genau. City Economy Multiplayer Co-op. Du hast einen Menschen auf dem Gewissen. Ja, ich weiß. Ich sag doch, ich versuche ordentlich zu fahren, ich halte mich aber an keine Regeln. Alter, kann der mal aufhören, mich hier zu schneiden? Linken bin überbewertet, hallo. Alter, wie fahren die denn hier alle? Ach so, wir müssen da lang. Ja. Du fährst einfach die ganze Zeit irgendwie. Nein, die gelbe Linie. Nein, ich will nicht mehr nach dem Navi, das erzählt nicht, wo ich hin muss. Typisch Mann, ne? Wenn das Navi sagt, fahr links, sagt der Mann so, nee, mach ich nicht, ich fahr's geradeaus oder nee, ich fahr's links. Das ist wie wenn er Mann fragt, was soll ich anziehen? Das, dann nimmt er das andere. Genau. Es gibt Männer, die das fragen. Das Grüne, das sieht voll gut aus. Ja, nee, ich bin Schwarze. Aber das ist hässlich. Ja, nee, trotzdem. Ich mag das aber lieber. Rechts. Warum fragst du das? Ja, das war natürlich. Ich wollte es wissen. Ich hab nur ausgeholt, damit ich schneller um die Kurve fahren kann. Mhm. Ja, Luffig. Ja. Komm, weißt du? Ja, sucht wieder Ausreden. Eure Ausreden? Die wollen wir nicht hören. Weg da, Mann. Ja, ein Penner. Piep, piep, piep. Ich hab Angst vor dem Müllmann. Angst vor dem Müllmann. Kriegen wir jetzt auch noch schnell und dann. Komm schon an! Dann müssen wir uns doch voll schnell verpissen können, oder? Ich bin jetzt auch mal in der First Person. Jetzt werft es rein, Mann. So, ich stehe ja wieder am Wagen. Okay. Jetzt steig doch auf, Perle. Ah, toll, ich hab die Säule hier direkt. Fahr einfach. So, meinetwegen kannst du. Wir sind ready. So, jetzt verfahre ich mich besser nicht.
Ach, die folgen uns eh nicht. Jetzt müssen wir das aber schaffen. Ja, kriegen wir. Ja, wir haben letztes Mal auch ein paar Mal. Jetzt haben wir die Übung, jetzt wissen wir, wo es hingeht. Ja. Ich habe auch noch deutlich mehr Leben als beim letzten Mal. Aber gut, ich bin bisher noch nie gestorben, fällt mir gerade mal auf. Ich halte mal ganz kurz an. Ich will nämlich mal ganz kurz Rüstung bei mir auf. Ist schon klar, dass uns die Zeit abläuft. Ja, aber besser jetzt, besser hier irgendwie 10 Sekunden als. Wenn wir dann da stehen und dann kommen die um die Ecke. Ja. Und ich kann nicht schießen. Du willst dich opfern. Genau. Nein. Bitte nicht, aber ich hier vorne alleine bleiben. Sag meine Frau, mein Kind, dass ich sie liebe. Dann musst du ganz theatralisch sterben. Genau. Ja. Ich werfe da jetzt einfach mal so eine Dings hin. Oh, ich hab hier nur diese blöde. Ja, Haftbombe oder was? Nee, nur diese kleinen Pistolen. Ja, komm. Da kommt schon einer. Soll ich nochmal drücken für die Haftbombe, G? Hm? Was? Was? Ich war's nicht. Ich auch nicht. Soll ich grad hier Dings holen? Jo, machen. Müllsack. Yeah, man, neue Verkleidung. Ah! Aber noch, also hier vorne geht's noch. Also wenn der Typ erschießt, okay, fertig. Das ist Cupcake, das war niemand. Komm. Tut mir leid. Vorsicht, die Jess fehlt. Ja, ich hab's gerade gesehen. Wo sind die? Oh Gott, ich bin verwirrt. Einfach irgendwo hinschießen. Kann man in so einen Müllwagen eigentlich auch Lachgaseinspritzung einbauen? Müssen wir noch was abholen? Bei Saints Row schon. Ja, ich glaube eine noch. Ja, bei Saints Row kannst du sowieso alles. Da habe ich mir aber so einen Hotdog-Wagen, so einen Würst, so einen Hotdog-Pommes-Wagen gepimpt. Das war auch geil. Echt? Also ich hab halt nur Saints Row 4 gespielt. Ich fand es halt irgendwann langweilig, aber ja, weil es immer das Gleiche war. Aber ja, an sich halt total witzig. Ja, bei Saints Row 4 fand ich halt auch nervig, dass du am Anfang direkt schon die Superfähigkeiten hast. Weil dadurch hast du halt überhaupt keinen Grund mehr Autos zu holen, weil du eh schneller bist zu Fuß. Wo sind denn die Bags? Hier, bei der Tankstelle. Ah, okay, dann fahre ich mal auf die Tanke drauf. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, fahr nicht dagegen. Nee. Oh. Ihr müsst jetzt schön schießen. Wir können erschießen. Ich glaube, von hinten. Kollege, mach doch. Obwohl, scheiße, ich mach den gleich rein, wenn ich wieder hier bin. Boah. Wow, ich hab Angst. Diese Kackwaffe hat kaum Munition. Ja, ist wirklich so. Ich merk's grad. Wer schießt? Da ist der wohl. Da kommt noch einer. Ab. Ah, fick dich doch, Mann! Stirb! Was ich auch irgendwie lustig finde, wenn du in der Third Person bist, kannst du viel weiter rausschießen. Ja. Na, dann müssen die Jess aufsteigen. Ja, die Typen da ein bisschen wegballern, ne? Okay. Sind die tot? Okay, warte, ich steige auf. Ja, irgendwo rechts ist noch einer, aber... Oh Gott, ich bin gleich tot. Ist egal. Ja. So, jetzt können wir. Oh, der ist auch tot. Wow, ich bin echt fast tot. Warte, den Typ kriegen wir denn noch? Wo ist er denn? Ich glaube hinter dem Auto. Ja, ist auch weg. Egal. Okay. Ja. Ich sehe in 4 Minuten. Hä? Wir kommen jetzt vorbeigelaufen. Mit Ach, der LKWs Grüne, der und hat LKW festgesteckt. Ah. Oh Gott. Wo? Ach, hier runter? Was? Mhm. Okay. Kriegen wir hin. Ganz ruhig. Ich finde nur gerade den Weg ein bisschen verwirrend. Ja, mehr. Tschüss. Nee, unten. Rechts. Links, sorry. Links und unten. Ach so. Und dann den Feldweg darunter. Ja. Es ist gar nicht so leicht, rückwärts zu fahren. Nein. Mission gescheitert. Ich habe keine Zeit mehr. Nee, haben wir auch nicht. Ja. Das hatte ich irgendwann mal bei irgendeiner. Es gibt doch so eine Mission, wo du irgendwie einen LKW klauen musst. Also kein Heist, einfach so eine Mission. Da hatte ich das mal tatsächlich, dass der LKW dann irgendwann festhing. Ja.
natürlich würdet geil. Ihr mal anständig fahren, wäre das alles gar kein Problem. Ja! I mean, nice, hot places with beaches that will otherwise attract a snowbird like me. Okay, okay, good. We got the Molly. Let's keep on moving. Come on, away from here. Go for it. Wie zickig er ist, Alter. Mhm. Heißt danke. Passt schon. Der kann sich jetzt endlich mal ausleben, jetzt wo ich noch nicht da ist. Oh, Jazz, Platin! Hm. Ja, siehst du mal. Ja! Keine Ahnung, warum, aber. Ich glaube, du hast die meisten Kills gemacht. Gehe ich mal von aus. Ich habe ein Popo im Blick. Geil. Auch. Ein Knackpo. Oh, ist mein Charakter schon da? Ist der schon gespawnt? Du bist eingebildet. Nein! Eingebildet. Realistisch, sag ich doch. Mann! Was? Irgendwie glaub. Was? Ladebildschirme. Was? Ladebildschirm. Mh, dieser Keks schmeckt sehr lecker. Ah, gut zu wissen. Irgendwann muss ich mir mal so ein Soundboard, glaube ich, machen. Oh, ich bin gerade rausgeflogen. Ja, ich habe auch. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich nicht gleich rausfliege. Ich bin auch rausgeflogen. Naja. Ich habe noch eine Ladeschnecke immer noch. Ah, Ladeschnecke. Ja, ich auch, aber das dauert schon viel zu lange eigentlich. War das nicht immer so lange? Nö, eigentlich nicht. Aber ich hatte vorhin auch beim Patch runterladen schon Probleme irgendwie. So. Wenn ich ja wenigstens rausfliegen würde. Ja, bei mir kam gerade die Meldung, dass halt die Sitzung nicht mehr verfügbar. Oh, jetzt ist gerade die Wand, die Ladeschnecke irgendwie gewandert und ist kleiner geworden. Und geht sich langsamer. Ah. Bei mir passiert leider gar nichts. Hui. Ist bestimmt auch gerade super spannend für die Zuschauer, so ein schwarzes Bild im Video. Ich bin gerade nackig aus meinem Bett hier, halb nackig. Nackig, halb nackig. Nackig. Aufgestanden. Ja, sexy. Wie eh und je. Mit verschmierten Nagellack, würde ich gerade sagen. Lippenstift. Guck mal, Morg, ich bin größer als du. Ich bin auch nicht, keine Ahnung, wie gesagt, ich habe den nie bearbeitet, den Charakter. Und irgendwie bist du sehr blutig. Ich einen schicken Arsch. Was? Das musst du. Das so. Ist voll in gerade. Bisschen mehr noch. Wo ist mein Auto? Warum ist hier mein Auto nicht? Ey, mein Auto ist hier. Yeah. Ach nee, mein Auto ist da. Na super. Wo ist dein Auto? Hier unten an der Autobahn. Ey Mann, wo ist mein Auto? So, dann auf ein neues, Frau Jatz. Ja, ich warte noch auf die Einladung. Ja, du musst doch einladen. Whisky. Oder? Ja, aber der will ein Ach so, das ist der, okay. Ah, das klar. Ah, ich sehe dich, Morgsen. Hätte ich gedacht, die sind zu dumm, um behinderte Müllsäcke aufzuheben. Genau. Die können mich jetzt brauchen mal. Da 3 Anläufe oder 4 Anläufe für. Können wir eigentlich besoffen in den Job gehen? Was machst du denn da? Driften? Wie machst Donuts. Du das? Wie im richtigen Leben. Du drückst einfach, also zumindest beim Controller, einfach Bremse und Gas gleichzeitig und voll einlenken. Genau. Okay. Ich habe gerade $2000 für anhaltend gute Führung bekommen. Mhm. Hab ich schon dauernd gekriegt, Mann. Erstmal Geld einzahlen. Zahlen. Mein Geld gekriegt überhaupt? Mhm. Ja, du kriegst was denn, $11? Wir haben 15.000 gekriegt. Oh, ich hab nix. Pro Job. Ja. Ja, du hast ja auch den Job gemacht, gestartet. Deswegen kriegst du ja nix. Aber ich würde sagen, können wir hier gerade mal die. Ich gebe 40.000 Euro aus und krieg. Genau, und kriegst halt nix. Und die anderen kriegen Geld, das ist schlau. Mhm. Aber dann können wir, glaube ich, gerade die Folge mal. Die Leute, die sich das ausgedacht haben, waren auch blond. Ja, denke auch, dann können wir die Folge. Ja, wollte ich gerade sagen. Genau, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir den nächsten Auftrag erfolgreich angehen. Macht's gut, bis dann und ciao. Ciao.